Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind hier in der Zauberakademie, Magierakademie, keine Ahnung wie es heißt, und haben gerade diesen kleinen Drachen da besiegt. Und jetzt gehen wir in die Halle der Elemente, um etwas über die Rolle der Alten oder so, Schriftrolle der Alten, herauszufinden. Oh, wie schön. Nicht wahr, Aria? Ich finde es irgendwie nett, dass dein Schwert so ein bisschen leuchtet. Das finde ich ganz und gar nicht nett. Das war gruselig. Sehr gruselig. Aber da müssen wir gleich mal mit. Das heißt, das Wissen an sich ist schon Belohnung genug. Okay, geht mal vor, ich komme nach. Puh, ich hatte schon das dumme Gefühl. Die Illusion genießt unter den Schulen der Magie die geringste Wertschätzung. Ich hatte schon das Gefühl, dass Skyrim immer hängen geblieben ist, aber alles super. Passiert zum Glück eigentlich gar nicht mehr. Oh, können wir die mitnehmen zufällig? Nein, wir könnten die nur stehlen. Verdammt. Oh, Moment, es leckt ganz schön. Warum? Warum leckt es gerade? Sehr komisch. Hat sich's wieder stabilisiert? Hm. Merkwürdig. Okay. Ich glaube, es geht wieder. Hoffe ich mal. Oh, Vitrine mit Seelenstein. Wunderbar. Wo müssen wir überhaupt hin? Oh nein, ich glaube, wir müssen schon wieder in den anderen Raum. Irgendwie nach da unten. Geht es denn hier irgendwo nach unten lang? Oh, tatsächlich, hier sind Treppen. Sag mir nicht, wir müssen hier wieder... Das Arkaneum. Okay. Diese ganze Akademie ist total verworren. Man findet hier niemanden. Aber ich glaube, hier waren wir auch noch nie, oder? Interessant, interessant. Bücherschrank? Wenn ich doch nur von den banalen, alltäglichen Dingen frei sein könnte, die das Leben einem so oft abverlangt. Schon krass, ist das alles voll mit Büchern hier? Wow. Das wäre schon Hammer. Oh, mit dir sollen wir reden. Urak Groschub. Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Du bist ein Ork, oder? Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Und du hast ein merkwürdiges Gebiss. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Das bezweifle ich. Braucht ihr Hilfe? Aber ich habe erstmal eine Frage an dich, bevor ich mich mit dir anlegen will. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben viele Auswahlmöglichkeiten. Machen wir erstmal, was habt ihr zu verkaufen? Ich habe ein paar Dinge herumliegen, bei denen es sich nicht lohnt, sie in die Sammlung aufzunehmen. Ihr könnt sie durchsehen. Immerhin kein üblicher Spruch, sondern mal was Neues. Okay, wir können tatsächlich nichts... Bitte achtet darauf, dass eure Hände verkaufen. Sind, bevor ihr etwas anfasst, ja? Okay, und hier ist sonst... Die Adaballa? Aha. Sind hier auch Zauberbücher bei? Nö. Also ganz normale Bücher hast du? Mhm. Interessant. Und einiges ist sogar recht teuer. Okay. Wollen wir das mal kaufen einfach? Das war das teuerste. Wir gucken mal schnell nach, was das für ein Buch war. Und lesen das. Gibt aber kein Badum. Disch. Okay. Okay. Kämpft wacker. Nein, bleibst du hier, bleibst du hier. Wir müssen reden. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ja, ich suche eine Schriftrolle der Alten. Lass mich das anklicken. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach der Gehilfe für irgendjemanden? Natürlich tue ich das. Erzählt mir mehr über die Schriftrollen der Alten, bitte. Ich wusste es. Alle kommen hierher und erwarten, dass ich ihnen helfe. Und dann stellen sie noch nicht einmal die richtigen Fragen. Oh, du Armer. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht. Das ist schon ganz schön krass, aber der Preis wofür? Die einfachste Antwort wäre wohl Wissen. Wobei einfach ein Wort ist,
das nun wirklich nicht zu einer Schriftrolle der Alten passt. Sie ist eine Reflexion aller möglichen Zukünfte und Vergangenheiten. Jeder Lesende sieht die verschiedenen Reflexionen aus einem anderen Blickwinkel und erhält dadurch oft eine ganz eigene Interpretation. Dennoch ist alles davon wahr, selbst die Unwahrheiten, ganz besonders die Unwahrheiten. Wer hat die Schriftrollen der Alten denn überhaupt geschrieben? Es würde allein schon einen Monat dauern, euch zu erklären, warum schon diese Frage nicht den geringsten Sinn ergibt. Die Schriftrollen existieren hier bei uns, aber auch darüber hinaus und darunter. Vorher und nachher. Sie sind Substanz gewordene Teile der Göttlichen, durch die wir sie erkennen können. Verzeiht, wer von den Schriftrollen spricht, verirrt sich oft in lästigen und nebulösen Metaphern. Manche, die sie hingebungsvoll studieren, verlieren da... Ja, das erwähntest du bereits. Also gut. Habt ihr denn eine, die mir nutzen könnte? Ha. Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Das wäre jedenfalls sehr freundlich von dir. Die würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Und was ist mit dem Drachenblut? Was? Moment. Wer seid ihr? Wart ihr es, den die Graubärte riefen? Exakt. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Willst du nicht mal einen Beweis sehen? Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Okay. Okay. Gibt es spezielle Bücher, nach denen ihr sucht? Wenn du was für mich tust, will ich auch was für dich tun. Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Nö. Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten. Labyrinthion, das sagt mir irgendwas. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr coolen Mission, die wir mal zwischenschieben könnten. Oder zumindest nach der Hauptquest. Müssen wir mal schauen. Gibt es Akademie-Angelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Wir müssen ja auch wieder ein paar Missionen dazu sammeln. Wir hatten ja jetzt nicht mehr allzu viele. Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. An gefährlichen Dingen bin ich nie... Was, bin ich nicht interessiert? Ich dachte, das nicht würde da nicht stehen. Natürlich bin ich dran interessiert. Ich bin bereit für ein paar Abenteuer. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. In Ordnung. Gut. Lobpreisungen und Wehklagen. Interessant. Ja, dann würde ich sagen, hol uns mal die Schriftrollen. Oder kämpft wacker. Oder zumindest das Material über die Schriftrollen. Aufstieg und Fall der Klingen. Voll der Fan von uns. Von unserem Verein. Hier, bitte. Kleckert sie nicht voll. Gedanken zu den Schriftrollen der Alten und Auswirkungen der Schriftrollen der Alten. Puh, das hört sich nach viel Lesearbeit an. Gedanken zu den Schriftrollen der Alten von Septimus Signus, Akademie von Winterfeste. Stellt euch vor, unter den Wellen mit einem hellsichtigen Segen aus hervorragendstem Gewebe zu leben. Wenn ihr das Gewebe über eure Kiemen haltet, würdet ihr seine Struktur atmen und trinken. Obwohl die pflanzlichen Fasern eure Seele erfüllen, würde das verdammte Plankton den Stoff verschmutzen, bis er vor Prophezeiung zum Himmel stänke. Dies ist eine der Weisen, in denen die Rollen ursprünglich entstanden. Aber sind wir das mehr?
der Atmende oder der Stoff? Oder sind wir der Atem selbst? Können wir durch die Rollen fließen, so wie das Wissen, das ja das Wasser ist, hindurchfließt? Oder stecken wir im Morast aus Meeresdreck, der sich am Rand abgelagert hat, fest? Stellt euch wieder etwas vor, aber diesmal anders. Ein Vogel erklimmt den Wind, wird von einer Böe erfasst und von einem Stein getroffen. Wenn der Vogel verkehrt herumfliegt, kann der Stein von oben gekommen sein. Wo kam dann die Böe her? Und aus welcher Richtung? Haben die Götter etwas davon verursacht, oder wurde es vom Vogel bewusst so festgelegt? Die Allsicht der Schriftrollen dreht den Geist so, dass relative Positionen in ihrem Vorrang absolut werden. Wieder bitte ich euch, euch für mich etwas vorzustellen. Dieses Mal seid ihr unter der Erde, eine kleine Eichel, welche von einer wohlmeinenden Elfenmaid zu ihrer eigenen Erbauung im Wald gepflanzt wurde. Ihr wünscht zu wachsen, aber ihr habt Angst vor dem, was ihr werden könntet, und deshalb drückt ihr das Wasser, den Schmutz und die Sonne fort, um im Loch zu bleiben. Aber trotzdem werdet ihr erst durch das Drücken zu einem Baum. Wie ist das geschehen? Die Eichel ist in diesem Fall ein Baumei, und das Wasser ist das Wasser und die Sonne. Ach, das Wissen ist das Wasser und die Sonne, okay. Wir sind das Küken im Ei, aber auch der Dreck. Wir drücken gegen das Wissen der Schriftrollen, um sehend zu werden. Ein letztes Bild, bevor sich euer Geist vom Schock des ewigen Wissens verschließt. Ihr seid jetzt eine Flamme, die in einer riesigen Leere hellblau brennt. Mit der Zeit seht ihr eure Geschwister, die in der Ferne und neben euch brennen. Ein Meer aus winzigen Punkten, ein Sternbild aus Erinnerungen. Jede brennt hell und flackert dann auf. Dann nehmen zwei weitere ihren Platz ein, aber nicht für immer, damit die Leere sich nicht mit dem ranzigen Licht, das die Gedanken absorbiert, füllt. Der Geist von jedem von uns ist diese Leere, und die Weisheit der Schriftrollen sind die Lichtpunkte. Ohne ihr stechendes Licht wäre mein Bewusstsein eine große Leere, die sich ihrer Leere nicht bewusst wäre, so wie die Leere ihrer selbst nicht gewahr ist. Aber die Feuer sind gefährlich und sie müssen vorsichtig gepflegt, gehegt und zu sich selbst und ihren Geschwistern gebracht werden. Holy shit. Das ist ein klein bisschen kompliziert und ein klein bisschen symbolisch. Ich glaube, damit müsste man sich etwas mehr auseinandersetzen. Auswirkungen der Schriftrollen der Alten wäre das nächste Buch. Puh. Unter Gelehrten sind die Gefahren, die das Lesen der Schriftrollen der Alten birgt, allgemein bekannt. Die Wirkungsweise dieser Auswirkungen ist derzeit jedoch noch weitgehend ungeklärt. Theorien über Geheimwissen und göttliche Vergeltung waren reine Spekulationen und basierten auf nur wenig tatsächlichen Forschungen. Ich, Justinius Polonius, da ist es immer sehr schwer, die Buchstaben zu entziffern, habe mich der gründlichen Dokumentation der von den Schriftrollen bei ihren Lesern verursachten Leiden gewidmet. Bislang konnte ich jedoch noch keine einheitliche Theorie darüber entwickeln, welche Form diese Leiden annehmen, weshalb dies ein Objekt künftiger Forschungen bleibt. Ich habe die Auswirkungen in vier Gruppen unterteilt und entdeckt, dass die Effekte zum großen Teil vom Geist des Lesers abhängen. Um dies zu verdeutlichen, werde ich diese im Folgenden genauer beschreiben. Erste Gruppe. Die Unbedarften. Für diejenigen, die über keinerlei Wissen über die Geschichte oder die Wesensart der Schriftrollen der Alten verfügen, ist die Schriftrolle letztlich wirkungslos. Der Leser kann weder Prophezeiungen sehen, noch Wissen erlangen. Und wenn die Rolle auch dem Ungebildeten kein Wissen bringt, so schadet sie ihm zumindest auch in keinerlei Hinsicht. Die Rolle scheint von seltsamen Buchstaben und Symbolen überzuquellen. Diejenigen, die ein wenig von der Astronomie verstehen, behaupten oft, Sternbilder in den Mustern und Verbindungen zu erkennen, aber diese Spekulationen lassen sich nicht überprüfen, da die Studie verlangt, dass die Testsubjekte ungebildet sind. Zweite Gruppe. Der ungeschützte Verstand. Diese zweite Gruppe ist sich der Gefahren, die im Lesen der Schriftrollen liegen, bewusst. Es sind Personen, die eine Vorstellung von der Natur der Schriftrollen der Alten haben und sie verfügen über ausreichend Wissen, um sie lesen zu können. Allerdings fehlt es ihnen an der notwendigen Disziplin, um die zerstörerische Wirkung, die ein kurzer Blick auf die Unendlichkeit hat, abzuwenden.
Diese unglücklichen Seelen erblinden unmittelbar und unwiederbringlich. Dies ist der Preis, den sie für die Überbeanspruchung ihrer Fähigkeiten zahlen. Es bleibt jedoch zu erwähnen, dass mit der Blindheit auch ein Teil des versteckten Wissens kommt. Dabei hängt es von der Person und ihrem Platz in der größeren Ordnung ab, ob es sich dabei um Wissen über die Zukunft, die Vergangenheit oder das Wesen des Seins handelt. Aber Wissen wird in jedem Falle erlangt. Dritte Gruppe, das moderate Verständnis. In Tamriel scheint nur der Kult der Ahnenmotte die Disziplin entwickelt zu haben, die den Geist beim Lesen der Rollen schützt. Die Novizen unterziehen sich der strengsten geistigen Zucht und oft dürfen sie erst nach einem Jahrzehnt oder mehr im Kloster ihre erste Schriftrolle der Alten lesen. Die Mönche, die schon viele ungeschützte Geister unter ihren ungeduldigeren Schülern erlebt haben, behaupten, dass dies dem Schutz des Eingeweihten dient. Mit ausreichender Seelenstärke gewappnet wird die Sicht der Leser zwar geschwächt, aber bei weitem nicht so stark wie bei den Ungeschützten. Die Sicht vernebelt sich, aber Formen, Farben und Texte bleiben lesbar. Auch das Wissen, das die Schriftrolle offenbart, wird so gemäßigt und es bedarf der Meditation und der Reflexion, um das Gesehene vollends würdigen und wiedergeben zu können. Vierte Gruppe: Erleuchtetes Verständnis. Zwischen der vorherigen Gruppe und dieser befindet sich ein Kontinuum, welches bislang nur von den Mönchen der Ahnenmotte durchquert wurde. Je mehr sie lesen, umso blinder werden die Mönche, aber sie erlangen größeres und detaillierteres Wissen. Während sie jede wache Stunde damit verbringen, die Offenbarung zu studieren, steigert sich auch ihre Seelenstärke. Es gibt für jeden Mönch den Tag der vorletzten Lesung, an dem das einzige Wissen, das die Schriftrolle offenbart, darin liegt, dass die nächste Lesung die letzte sein wird. Für jeden Mönch kommt die vorletzte Lesung zu einem anderen, unvorhersehbaren Zeitpunkt. Es wurden vorläufige Studien angefertigt, um dieses Ereignis anhand einer Tabelle der Schwere der Blindheit des jeweiligen Mönches vorauszusagen, aber alle, die diese fortgeschrittenen Stadien erreichen, berichten, dass der Zuwachs an Blindheit mit einer hohen Anzahl an Lesungen abnimmt. Manche vermuten, dass ein anderer, unbekannter Sinn in dieser Endphase weiterhin abnimmt. Aber derartige Spekulationen überlasse ich den Philosophen. Um sich auf seine letzte Lesung vorzubereiten, zieht sich ein Mönch normalerweise zurück, um über ein Leben voller Offenbarungen nachzudenken und seinen Geist auf die letzte Einsicht vorzubereiten. Nach dieser letzten Lesung wird er so sicher erblinden wie die Ungeschützten, die unbedarft zum Wissen drängen. Der Erleuchtete hat jedoch seinen Verstand sein Leben lang bewahrt und er verfügt über eine ganzheitliche Ahnung dessen, was ihm offenbart wurde. Ich hoffe, dass dieser Katalog denen dient, die unser sterbliches Verständnis der Schriftrollen der Alten vergrößern wollen. Die Mottenpriester stehen über diesen Dingen und sie betrachten die fortschreitende Schwächung, die mit dem Lesen kommt, als Auszeichnung. Möge dieser Text ein nützlicher Ausgangspunkt für all jene sein, die derartige Studien unternehmen wollen. Diktiert dem Anstius Metchim, vierte letzte Saat, im 126. Jahr der zweiten Ära. Puh, jede Menge gelesen und einiges erfahren. Das war jetzt weniger symbolisch, sondern mehr tatsächlich über die Auswirkungen. Ja, du findest es langweilig, nicht wahr? Gut, das war's jetzt in diesem Part erstmal damit. Wir reden dann im nächsten nochmal mit dem netten Herrn Ork weiter und mal sehen, was er uns noch zu sagen hat. Wir haben auf jeden Fall schon eine Mission bekommen. Klingt interessant. Wird vielleicht aber auch ein bisschen komplex. Mal sehen, wie das weitergeht. Bis dahin und tschüss.